Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Hätte ich ein Pferd, würde ich es Draulik nennen. Hydraulik. Vorsicht, falls ihr heute Auto fahren solltet. Ich werde heute sehr betrunken sein. Das bedeutet, meine Frau wird fahren. Ich habe heute früh einfach die Bahn verpasst. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie pünktlich ist. Der nächste Sperrmülltermin ist am Valentinstag. Ich mag den Humor meiner Stadt. Jeder hat ein Recht auf meine Meinung. Es gibt Leute, bei denen hätte ich mir das Kennenlernen sparen können. Moment, warum hast du ihn dann jetzt im Hintergrund? Kein Kommentar. Ein bisschen dick ist nicht so slim. Ein Stressball ist viel zu weich, um die Person, die den Stress auslöst, zu eliminieren. Mein Laptop heute so, Windows macht jetzt ein Update, change my mind. Kann mir jemand einen guten Tomatenmark in Tomaten-Euro umrechnen empfehlen, wegen der Nudelsoße? Kennst du das mit passierten Tomaten? Was ist denn mit den Tomaten passiert? Kennst du das nicht? Das ist besser. Du Scheiße. Kennst du das? Nein. Ich kann den Satz, ich verstehe euch übrigens, auf 12 Sprachen nur um Leute zu verunsichern. Kannst du mal aufhören, in meinen Ausschnitt zu gucken? Keine Ahnung, der starrt mich so an die ganze Zeit. Wenn man im IKEA-Regal 9¾ rennt, landet man im Zug zu einer Schule für schwedische Möbeldesign. Mein Lieblingsfitnessgerät ist übrigens der automatisch nach links lenkende Einkaufswagen. Im Internet zum Date verabredet. Ich nenne sie Tinderella. Ich furze nicht, ich lasse Dampf ab. Gestern auf der Party hat sich jemand mit seinem Stuhl an das Buffet gesetzt. Ich habe noch nie so viel Ehrfurcht geschwürt. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die im Hotel fragen, ab wann es Frühstück gibt. Die, die im Hotel fragen, bis wann es Frühstück gibt. Die Deutsche Bahn so. Wir können gerade keinen Kaffee kochen, weil der ICE nicht schnell genug fährt, um Spannung zu erzeugen. Wollte im Kino gerade 3 Kugeln Eis kaufen, hatte aber nur einen 50-Euro-Schein dabei. Peinlich. Aber der Mann an der Kasse hat mir den fehlenden Euro geschenkt. Ich habe noch nie im Leben so viel Hunger gehabt. Ich 18 Mal täglich. Meine Autokorrektur kann mir gar nichts. Ich bin für jede Situation gerüstet. Der Wetterbericht zeigt, dass aus dem Osten heute große lederne Pfeile auf uns zufliegen. Ich bleibe wach und schaue mir das mal an. Warum gibt es bei den Pokémon-Spielen eigentlich nicht 3 Speicherplätze? Dann könnte ich einen für Glumanda nehmen, einen für Shiki und einen dritten für Glumanda. Deutschland ist, wenn du Fahrrad fahren musst, weil dir dein Führerschein abgenommen wurde, weil du betrunken mit dem Fahrrad gefahren bist. Das verstehe ich echt nicht. Und der Kommentar der Woche aus Folge 207 ist von Albert Ritter von Wien. Diese Witze sind so schlecht, die sind einfach nur schlecht. Ja, dankeschön, dein Kommentar ist so konstruktiv, der ist einfach nur konstruktiv. Schreibe auch du einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche Folge 209 zu werden. Und denk dran, auf meinen englischen Kanal reinzuschauen, denn dort kamen lustige Witze Folge 3 raus. Daumen hoch und like und abonnieren. Like und abonnieren, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnieren. Like und abonnieren, YouTuber.